Ja, so Freunde, hallo zu einem Videoblog aus dem schönen Walibi Holland. Walibi Holland liegt ungefähr 170 bis 180 Kilometer vom Ruhrgebiet entfernt, im etwas nördlicheren Holland. Und ja, begleitet mich einfach hier auf unserem oder durch unseren Tag im Walibi Holland, was wir hier so erleben, zu einem etwas kleineren Vlog, aber dass ihr ein paar Eindrücke bekommt, was Walibi Holland euch zu bieten hat. Viel Spaß bei diesem Vlog. Wenn man durch die Eingänge rein ist, kommt man in so eine kleine Straße, so eine auf Amerika gemachte Main Street, sage ich jetzt mal. Zeige ich euch jetzt mal hier. Hinter mir ist diese Straße hier, wenn man reinkommt. Und ich stehe jetzt hier in der Halle, praktisch, da geht man durch so eine Main Hall. Und hier in dieser Main Hall, ja, seht ihr auch ein paar Spielautomaten. Und hier geht es dann hoch in den Anstellbereich zum Launch Coaster Plattform 13. Plattform 13 ist ein Launchcoaster, der fährt heute leider nicht. Deswegen kann ich euch keine Aufreiz zeigen. Ist aber 1:1 baugleich mit dem Rock'n'Roller Coaster im Disneyland, der ja bald die Ironman-Thematisierung bekommt. Ja, wie gesagt, ich hätte euch gerne die Queue-Line gezeigt, weil die ist wirklich richtig, richtig gut von Plattform 13. Aber ihr seht hinter mir die Halle. Hier, da gibt es Shops, da gibt es Toiletten, hier gibt es Erfrischungsgetränke, Eis etc. Ne, ihr seht ein paar. Hier Greifautomaten hinter mir, ja, die Toiletten und so weiter. Ja, da geht er hier durch und das ist praktisch ein zentraler Ort, wo der Park sich teilt. Da könnt ihr in verschiedene Bereiche gehen. So, nachdem wir jetzt an den gefühlt 50 Bussen Schulklassen vorbeigelaufen sind, sind wir auf dem Weg zur Untamed, die umgebaute Holzachterbahn Robin Hood, eröffnet 1. Juli 2019. Ein Hybridcoaster, leider keine On-Rides erlaubt, aber zeige ich euch jetzt mal ein paar Off-Rides. Überall, wie hier jetzt hinter mir, hier gibt es so kleine Shops und da könnt ihr euch überall einen kleinen Snack holen, ein Eis, ein Slush und kleine Erfrischungen, Getränke, hier ganz überall im Park verteilt. Und wie gesagt, ich muss jetzt nochmal sagen, gerade Untamed gefahren. Untamed steht wirklich für ungezähmt und das ist auch diese Fahrt.
richtig, für richtige Adrenalin-Junkies ist hier hinter mir. Ja, ihr seht hier. Gleich zeige ich euch gleich mal näher. Eine riesen Schaukel. Da werdet ihr hochgezogen und dann geht ab wie die Fahrt. Ich zeige euch das jetzt mal. Übrigens kostenlos, kostet nichts extra. Also ich muss mich korrigieren, ist doch nicht kostenlos, kostet 28 Euro für maximal 3 Personen. Also es können auch 2 Leute für 28 Euro fahren, also 14 Euro pro Kopf. Doch nicht kostenlos, muss ich korrigieren. Und aber müsst ihr schauen, ihr müsst im Shop vorne die Karten holen und ob es euch das wert ist. Aber schon krasse Sache. So, dann zeige ich euch jetzt mal ein paar Eindrücke. Wie gesagt, schade, keine Unreiz hier möglich sind und zwar von Goliath. Bahn eröffnet im Jahr 2002, 47 Meter hoch, 1200 Meter lang. Schöne Kompressionsmaschine, also ganz anders als Silverstar. Und ja, zeigen wir mal ein paar Off-Rides und viel Spaß dabei. So Freunde, Lost Gravity, ein Big Dipper von Mack aus dem Jahr 2016. So ähnlich soll ja auch der neue Voltron Coaster im Europapark werden. Nicht meine bevorzugte Fahr- oder mein bevorzugtes Fahrsystem, aber nehmen wir trotzdem mit. Lecker Mittag gegessen im Cock-a-Doodle-Doo hinter mir. Ja, schönes Crispy Chicken Burger Menü mit Pommes, Frischgetränk, Sherry Cola, Exotik Fanta, Wasser, was ihr wollt, 9,95 Euro. Zeige ich euch mal einmal, blende ich euch jetzt mal hier ein. Hm, so sah das lecker aus und ich zeige euch einmal noch die Speisekarte. Schaut mal hier. Also für ein Freizeitparkessen war wirklich gut. Es gab sogar Salz zu den Pommes. Sehr gut und kann ich empfehlen. Für 9,95 macht er hier nichts falsch.
kleines Zwischenfazit, also Walibi Holland ist echt ein schöner Park, aber keine Dark Rides, zwei Wasserbahnen, ein Lokflium, ein Rafting, viele Achterbahnen, also der Park ist eher was für Adrenalin-Fans. Ich finde, dafür ist er wirklich schön. Hier leidet halt ein wenig die Thematisierung, obwohl manche Q-Lines wie bei Lost Gravity oder bei Plattform 13 mega thematisiert sind. Ich guck mal, Plattform 13 war vorhin geschlossen, ob die nachher noch aufmacht, zeige ich euch mal ein paar Eindrücke aus der Q-Line. Aber ansonsten hier mit dem Freefall Tower etc. hier im Hintergrund zum Beispiel. Ja? Und also eher ein Park für Adrenalin-Fans als für Familien mit kleinen Kindern. Ist meine Meinung und dafür ist er wirklich toll gemacht und abwechslungsreich. So, das sind spanische Churros, 6 Euro, ganze Tüte voll Glück und auch sehr bekömmlich. Ja, noch eine Attraktion hier hinter mir, seht ihr das? Ja, dieses hübsch angemalte Schlösschen, das ist ein drehendes Haus, wie Villa Volta im Efteling, wie der Fluch der Cassandra im Europapark und ja, wie gesagt, auch eine schöne Sache, fahre ich auch immer ganz gerne und ja, ist auch in Walibi Holland zu finden. So, jetzt befinden wir uns im Exotik-Themenbereich, ne? Die haben ja auch alle so verschiedene Themenbereiche, die Namen, die Themenbereiche Namen. Und ja, hier gibt es die drehenden Hüte, so Sombreros, hier hinter mir, Schnellimbiss Hacienda, großes Imbiss-Restaurant. Und hier gibt es dann auch den Rio Grande, das Rafting, da gibt es den Condor, den SLC, wo man auch schön verprügelt wird. Hatte heute die längste Wartezeit mit 50 Minuten. Ja, auch toll thematisiert, viele Palmen, viel Grün. Wie gesagt, besonders gefällt mir ja das Rafting, was auch, wo die Q-Line besonders toll grün angelegt ist. Ja, schaut euch mal den Themenbereich an. So, auch ein Rafting darf nicht fehlen. Da fahren wir jetzt mit. Leider auch kein On-Ride. Aber ich zeige euch von außen ein paar schöne Eindrücke. Toll angelegt, viel Grün drumherum. Man wird so semi-nass. Also wir sind die erste Runde gerade gefahren, ein paar Tröpfchen abgekriegt. Und ja, schauen wir mal, ob es jetzt besser wird. Anstellzeit Runde 10 Minuten. Und ja, würde ich sagen, come on, let's go. Also ihr seht hier, die Q-Line geht hier gefühlt durch den Wald, also richtig geil angelegt, toll angelegt, schöne Musik untermalt und ja, schön grün alles und der ganze Park ist sowieso relativ grün, dafür halt etwas weniger thematisiert, aber mir gefällt's und ja, wir verleben hier einen schönen Tag und nehmen euch dann mal weiter mit, ne? Schaut euch mal die Q-Line an, richtig toll. Thank you.
So, Freunde, also, ich hatte ja gesagt, wenig für kleine Kinder hier. Gibt es hinter dem, hier ist der Speed of Sound, ein Boomerang Coaster. Und hier hinter mir gibt es einen Kinderbereich. Da gibt es auch doch einiges. Da gibt es einen großen Wasserspielplatz. Da gibt es viele Spielegeräte für Kinder. Der Bereich ist schon was für kleine Kinder. Aber trotz allem bleibe ich bei meinem Fazit. Dieser Park ist eher gedacht für Jugendliche und Adrenalin-Junkies. Freunde, und nochmal kleine Info, Parkplatzgebühren könnt ihr auch online vorab kaufen, da braucht ihr ja nicht einen Parkautomaten nach Parkschluss. Und die Parkplatzgebühren betragen hier 9,50 Euro aktuell dieses Jahr, 2022. Und ja, ist Mittelmaß und nicht verwunderlich, aber alles in Ordnung. Wie gesagt, Empfehlung, heute war es nicht ganz so voll, aber kauft die Sachen online vorher, dann braucht ihr euch nicht in einer langen Schlange oder etwas längeren Schlange zum Parkschluss an den Kassenautomat anstellen. Ja, Freunde, das war der Vlog aus dem Walibi Holland. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen, die Eindrücke, die ich euch hier mitgeteilt habe, was wir erlebt haben, was wir gut fanden, was wir weniger gut fanden. Als kleines Fazit möchte ich nochmal sagen, wirklich ein schöner Park für Adrenalin-Junkies, für Jugendliche, auch für kleinere Kinder gibt es einen kleinen Teil in diesem Park. Und was mir total positiv aufgefallen ist, die Leute, die Mitarbeiter waren alle durchweg total super nett, hilfsbereit, und auch die Preise für Essen, Trinken etc. finde ich absolut human und ja, dafür absolut Daumen hoch für dieses nicht überteuerte Angebot. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo da, besucht mich auf Instagram, Rupert Coaster heiße ich dort natürlich, und ja, wie immer, bleibt gesund und genießt die restliche Zeit. Bis zum nächsten Mal.